Festliche Tag in Bersenbrück. Man schmückt, man streicht, überall legt man letzte Hand an. Stadterhebung, die gibt's nur einmal in der Geschichte eines Gemeinwesens. Was Stadterhebung wirklich bedeutet, Niemand. Das ist dann der Aufstieg von der Gemeinde zur Stadt. Grazer Hackmann bereitet sich vor. Der Landkreis hat viel für die Stadterhebung getan. Bersenbrücks Stadtflagge weht am Mast. Hier saß die Gemeindeverwaltung schon seit Jahren. Jetzt wurde sie Stadtverwaltung. An seinem Schreibtisch Stadtdirektor Adam. Er unterhält sich lebhaft mit seinem Gegenüber, dem Ratsherrn Priebs. Fräulein Krümpel und die Presse sind eifrig bemüht, Festpropaganda zu machen. Herr Scharwächter und Herr Brinkmann sind noch ganz im Alltagsdienst. Überall Fahnenschmuck, rot, weiß, rot. Es kann beginnen. Der Festgottesdienst ist beendet. Kaplan Kaiser hielt eine grundlegende Predigt über die Geschichte von Kloster und Gemeinde Bersenbrück. Leider, der Regenschirm zeigt es, ist das Wetter nicht so festlich wie all die Menschen, die auf den Staatsakt warten. Wir bringen einen Kranz in die Hemke zum Kriegerdenkmal. Die junge Stadt gedenkt ihre gefallenen und vermissten Söhne. Und hier einen Blick in den Hängeholzschen Saal. Eigentlich sollte die Feier auf dem Marktplatz stattfinden, aber da es der Wettergott nicht gnädig meinte, drängte sich die Menge hier. Regierungspräsident Dr. Friemann begrüßt die Bürger der jungen Stadt. Er gratuliert herzlich. Bürgermeister Kreke nimmt die Verleihungsurkunde entgegen. Stadtdirektor Dr. Bock, Mitglieder des Kreistages, Ratsherrn Bürger, Landrat Schuckmann spricht. Professor Rothert, der langjährige Landrat des Kreises Bersenbrück. Und hier noch ein Blick auf Bersenbrücker Ratsherren und zahlreiche Ehrengäste. Stadtdirektor Wilde Peine vertritt den Niedersächsischen Städtebund. Eines der zahlreichen Geschenke, die die junge Stadt erhielt, wird gezeigt. Ja, so eine Stadterhebungsfeier ist nicht ganz einfach. Ernst und gesammelt sind die Gesichter.
Und wenn der Bürgermeister nun auch noch einen Ehrenbürgerbrief überreichen muss, dann hat es das ehrenamtliche Element nicht leicht. Professor Rotert steht aufrecht da. Ja, so ein Stück Pergament, schwer versiegelt, das hat's in sich. Professor Rotert, allgemein beliebt und geachtet, Verfasser des Heimatbuches des Kreises Bersenbrück, ist der Kreisstadt viele Jahrzehnte besonders nahe gewesen. Seine besondere Bedeutung liegt in seinem Siedlungswerk. Leider meint es das Wetter gar nicht gut, aber dennoch. Die Sportler haben sich nicht davon abhalten lassen, ihr Kreissportfest durchzuführen. Da kommen sie schon heranmarschiert. Auf, lasst die bunten Fahnen fliegen, heißt das Lied. Sie haben sich die Regenmäntel über den Sportdress gezogen, aber trotz allem geht es frisch, fromm, fröhlich, frei zum sportlichen Tun und Treiben. Im bunten Zuge ziehen die Sportler durch die Straßen Bersenbrücks, durch die Straßen der Stadt Bersenbrück, hinaus vor die Tore zum Sportplatz. Alle hoffen, dass das Wetter ein Einsehen haben möge. Wir wollen mit ihnen hoffen. Und tatsächlich, die Sonne kommt heraus. Weg mit den Pullovern, weg mit den Schuhen, weg mit dem festen Zeug. Und an die Geräte über das hohe Pferd. Oh, warum denn so schüchtern? Hm? Naja, wenn so viel frisch gebackene junge Städter zuschauen. Gerd Schmidt aus Bersenbrück hier bei einer Barrenübung. Und Helmut Breiner. Thank you.
aber auch die holde Weiblichkeit will nicht zurückstehen. Kein Wunder, dass der so guckt. Auch der Lenz ist da. Und die hohe Polizei, die schaut natürlich nach dem Rechten. Und das scheint ja das Rechte zu sein, der Polizei. Auch Opa Janning ist auf dem Sportplatz. Bei ihm ist der Bart noch nicht ab, wie man sieht. Guten Tag, ja, so ist es schön. Und dem stehen die Haare zu Berge, so viel gibt es zu richten. Langsam, damit nichts kaputt geht. Auch das Rote Kreuz ist natürlich da, um sofort erste Hilfe leisten zu können, falls sie notwendig sein sollte. Die Kampfrichter haben derweil alle Hände und Papiere voll zu tun. Kein leichtes Amt bei so vielen Sportlern. Zur Erfrischung einen Schluck Coca-Cola. Hier noch eine etwas schüchterne junge Dame. Na, in ein paar Jahren hat sich das längst gegeben. Und das ist auch ein Sportsmann. Ja, das ist Grazie und Anmut. Bitte sehr. Na, was ist denn los? Was hat sie denn? Ach, jetzt hat sie Leibschmerzen. Oder nein? Nein, das ist eine ganz neue Tour. Vorsicht! Achtung! Aber irgendwie eigenartig ist das doch. Also, Mädchen, ihr müsst umschalten. Das ist der Rückwärtsgang. Ja, und hier wird natürlich Maß genommen. Das sind die Damen, die so schön Maß halten können. Auch Zaungäste sind inzwischen angekommen. Das sind die, die den Eintrittspreis nicht bezahlen wollen. König Fußball kommt jetzt aufs Spielfeld. Und wenn es auch regnet, die Mannschaften laufen ein. Was ein richtiger Fußballspieler ist, der lässt sich ja nicht von so einem Wetterchen beeindrucken. Der Schiedsrichter begrüßt die Mannschaftskapitäne. Dann geht es zur Seitenwahl. Das Spiel beginnt. Da fliegt das Leder über den grünen Rasen, weil sie keinen blauen hatten, und dann gehen sie ran. Und wie sie rangehen. Ja, wenn man das so sieht, da kann man nur sagen, das sind wunderbare Mannschaften. Und welch ein herrliches Durcheinander. Also die wären schon längst in der Oberliga. Wären sie bestimmt.
wenn Sie nicht ein bisschen langsam wären. Also Kinder, beeilt euch, das Publikum will was sehen. Was ist denn das? Was hat er denn? Ach, der Schnürsenkel ist aufgegangen. Das Spiel wird kurz unterbrochen, aber dann geht es schon wieder weiter. Wunderbare Parade des Torstehers. Na, was soll das denn? Warum schreit ihr denn Tor? Na, die scheinen kurzsichtig zu sein. Aber die siegreiche Mannschaft geht jetzt ins Tor. Fertig zur Gruppenaufnahme. Ja, das war ein Kampf, von dem wird man noch reden in späten Zeiten. Jetzt kommen natürlich auch die Kleinsten aufs Feld. Es geht über den Schwebebalken. Was vorne herunterkommt, das schließt hinten wieder an. Und hier zeigen sie, dass sie allerhand auf dem Kasten haben. Und dann geht's über das hinüber, was sie vorne auf dem Kasten sitzen haben. Na, vorsichtig, nein, oben bleiben, das ist vor allen Dingen wichtig. Die Herren sind dabei beim Faustballspiel. Kugelstoßen. Und das ist auf dem Sportplatz besser als im Wirtshaus. Jetzt kommt das Räumkommando. Alle fassen an. Und das scheint eine schwere Matte zu sein. Aber es sind doch schwere Jungs. Das schaffen sie. Thank you.
Und hier jetzt das ganze Feld der Sportler und Sportlerinnen bei den Massenfreiübungen. Dann kommt es zur Siegerehrung. Sportrat Dr. Bennecke hält die Schlussansprache. Da treten dann die Sieger zu den Klängen der Kapelle hervor. Ein Händedruck dankt den Sportlern für ihre Mitarbeit. Das Schöne am Sport ist es ja, dass es nicht unbedingt darum geht, Höchstleistungen zu erzielen, sondern im frohen Spiel dabei zu sein. Der ganze Gewinn ist nur der schlichte Eichenkranz. Dann setzen sich die Fahnen in Bewegung. Alle marschieren aus dem Rund des Sportplatzes. Das Kreissportfest hat seinen Abschluss gefunden. Im nagelneuen Saal Hängerholt treffen sich Turner, Turnerinnen und deren Gäste zu einem fröhlichen Kommers. Alle lauschen den unvermeidlichen Reden. Auf der Bühne stehen die Turnerinnen. Die jungen Damen sind zu einer Riege angetreten und zeigen uns einen anmutigen gymnastischen Tanz. Nun gehen wir durch die Stadt Bersenbrück und sehen uns den Alltag an. Im Mittelflach. Und hier sehen wir, warum die Häuser so teuer werden. Erst langsam und wie langsam. Naja, er ist ein Lehrling, der kann das noch nicht so recht. Immer ein Stein nach dem anderen. Aber die Gesellen, die können das natürlich viel besser, das werden wir gleich sehen. Da ist er schon, die Zigarette erst einmal. So, das geht besser. Ja, was ist denn? Auch der so langsam? Da kann man wirklich nicht sagen, dass die Häuser nur so aus dem Boden schießen. Es ist wie bei Otto Reuter.
Dann nimmt er den Stein, es ist immer derselbe. Aber es scheint heiß zu sein, oder ist der Arme etwa krank? Nein, jetzt hat er sich gefasst. Da geht es besser. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und von ihm kommen die Steinchen. Firma Paul Gößling, Kommanditgesellschaft, Ziegelsteine, Betonwaren, Steinrohre. Ja, die hat die Stadt für ihre Kanalisation gebraucht. Viele tausend Meter. Da ist der Lastwagen, der die Ware abholen muss. Das Geschäft ist gut gewesen. Na, du willst doch nicht naschen? Das schmeckt doch nicht. Aber das ist schon besser. Unser kleiner Heiner. Ja, die Kleinen wissen noch nichts von der Stadtwerdung. Aber da unser Friseurmeister Hartwig. Bitte eine Flasche Milch, sagt er. Was ist denn das? Ach, die Kundschaft wartet. Die kann man nicht einfach sitzen lassen. Und hier sehen wir das Schild VW Volkswagendienst. Volkswagendienst Bernhard Janning. Ohne Sprit geht's natürlich nicht. Und deshalb ist auch eine Tankstelle gleich vor dem großen Werkstattgebäude. Die Klappe auf. Den Tank auf. Und dann hinein, was hineingeht. Na, der will aber hoch hinaus. Hier sehen wir das umfangreiche Lager. Und das Büro. Alterspräsident Oberjanning, die Seele der Firma. Und die Chefin Frau Janning. Der Chef des Hauses, Bernhard Janning, zeigt seine Modelle in Rot, in Grün, in Blau und in vielen Fantasiefarben. Und die Lehrjungen sind auch fleißig bei der Arbeit. Sie betätigen sich als lebende Scheibenwischer. Das Paradies bei Öl und Sprit. Ein schöner Garten ziert das Haus. Da Frau Thake. Und Frau Brostzeit. Herr Inspektor Schulz. Guten Morgen, Herr Schulz. Ja, noch einmal umdrehen und dann nichts wie weg. Da sehen wir die Kleine. Und der Peter, er lächelt vergnügt. Hier ist die Ustlandstraße. Noch ist sie ohne Tierdecke. Schön war es damals nicht. Und da Herr Mauder, mit seiner ganzen Würde ein typischer Landwirt. Frau Thurau kommt den Weg entlang. Bitte, was gibt's? Na, nur nicht so aufgeregt. Warum so scheu, Frau Bussmann? Frau Breiner mit ihrem Enkelchen. Und da die Mutter Frau Pier. Das ist die Brahmscher Straße. Frau Christen steht dort. Und der Gärtnermeister Karl Specker. Haha, Prost! Ja, der hat sich ja genießt. Na, nicht so eilig, nicht so eilig. Denk an die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, bleib du draußen, sagt sie. Und Frau Horstmann kommt unter Schutz und Schirm. Ja, wenn es regnet, da kann man dennoch ein fröhliches Gesicht machen. Familie Lück auf der Bramscher Straße. Und da die Polizei. Obermeister Erzfeld und die oberste Chef im Kreise Bersenbrück, Hauptkommissar Schäfer. Noch weiter gehen wir. Fräulein Timpe. Ja, sie scheinen alle einen fröhlichen Tag zu haben. Unser Kalli, Karl zu Lager, Bäckermeister und Gastwirt steht in der Tür. Und da unser berühmter Klempnermeister, Onkel Ferdinand Seltier. Ein Schlachtergeselle schaut über den Zaun. Und da die Gaststätte Hussmann. Reinders, Brechmann und Familie Möller. Na, kein Schirm? Es geht auch so, wie wir sehen. Alles eilt, alles lächelt in der festlichen Woche. Hugo ist bei der Arbeit. Und im Hintergrund, da sehen wir die Kreisverwaltung im ruhigen Schritt und Tritt. Wir kommen nie zu spät, auch nicht nach Hause. Im Moment scheinen sie auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Ja, noch einmal kehrt, wir wollen ja schließlich auch mit in den Heimatfilm. Gastwirtschaft und Bäckerei, Schmutte vor dem Broke. Haha, hier gibt's Helle. Seppel, der Wirt, lacht übers ganze Gesicht. Noch eine Runde, na zum Wohle. Haha, das schmeckt gut. Na, noch eine Lage kurze bitte. Die müssen unbedingt hinterherkommen. Und das ist der Stammtisch. Und das haben sie sich zum Wahlspruch erkoren. Und hier das Geschäft, Schmutte. Na, schmeckt's, Kleine? Nein, nicht die. Das ist die richtige Marmeladendose. Na? Ah, alle neun. Na, gar nicht ganz alle neune. Hier geht's ums Pokalkegeln. Rektor Klinke, der Erzfeld. Hier sind die Kegelbrüder fröhlich beieinander. Alle sind in froher Stimmung. Noch ein Körnchen. Jawohl, Herr Wörmchen. Die können es auch, angehende Sportsleute. Und das ist die Mittelstraße, im Hintergrund die evangelische Kirche. Guten Tag, Frau Macke. Ja, so, schauen Sie uns an. Und Frau Berling. Na, keine Angst vor der Kamera. Da treffen wir Herrn Drees und Herrn Dr. von Höhne. Aber leider regnet es wieder einmal. Da heißt es schnell nach Hause kommen. Morgen Amtsanwalt Frau Möller, wie geht's? Und da eine Anschlagsäule, beklebt mit Plakaten. Der Jubiläumsball, so tanzt man in Bersenbrück. Es beginnt mit Vorführungen aus früheren Zeiten. Hier das Biedermeier. Und schon ist man bei der Jahrhundertwende.
bei Tanz und Spiel im Saale Hengholt. Ein ganz besonders gelungenes Fest ist es geworden. Man spricht noch lange davon. Siehst du wohl, da kimmt er, lange Schritte nimmt er. Ja, hier tanzt man noch den alten Rheinländer. Da kommen auch die älteren Herrschaften einmal zu ihrem Recht. Und nun Vorführungen wieder der Schüler der Tanzschule mit modernen Gesellschaftstänzen. Graziös, mit vollkommenen Bewegungen, es ist eine Freude zuzusehen. Und jetzt eine besondere Einlage, eine Parodie auf den Boogie Woogie. Frech gekonnt und doch graziös. Man spricht von einer Eintagsfliege der Saison. Aber hier, die beiden können's wirklich prächtig. Da kann man ihnen eigentlich nur noch zurufen, nach dem Tempo, mach mal Pause. Mach mal Pause und trink Coca-Cola. Da sind wir schon im Coca-Cola-Apfelbetrieb Franz Hermelin. Hier werden die Flaschen gründlich gespült und genau untersucht. Ganz sauber und einwandfrei muss jede Flasche sein, ehe sie gefüllt wird. Alles geht am laufenden Band. Automationstrumpf und peinlichste Sauberkeit. Von Maschine zu Maschine wandern Sie. Hier bekommen Sie Ihren Kronenkorken und da werden Sie verpackt. Und der ganze Kreis Bersenbrück wird damit versorgt. Wenn es nach Herrn Hermeling geht, braucht keiner Durst zu leiden. Die Privatwohnung des Herrn Hermeling Senior. Ach, da kommt er selbst. Muss sicher noch eine kleine Besorgung in der Stadt machen. Wieder ein Wagen mit Coca-Cola von Franz Hermeling. Und oben hat er sogar einen Lautsprecher drauf und macht Musik. Das ist eine Zierde der Stadt, die wunderschöne Baracke Feuerstein in Hastrup. Noch wissen sie nichts vom schönen Eigenheim. Südstraße. Wegemeister Epping. Und hier Pfarrer Grosse Kreuzmann mit seinen lieben Kleinen. Sehen Sie, die Kreisverwaltung macht Mittag. Da ist das Tempo schon etwas schneller. Guten Tag, Frau Brackmann. Na, na, Enne, nicht so ängstlich. Da flattert die Schürze, da flattert das Kleid. Die Kamera scheint doch sehr gefährlich zu sein. Hier die Bahnhofstraße. Und das Lebensmittelhaus Schwarzendahl. Im Innern des Ladens Brigittchen. Immer lächelnd, immer freundlich. Bitte, darf sonst noch was sein? Frau Schwarzendahl?
und Maria Usselmann. Herr Vorderwellbecke. Herrliches Porzellan, natürlich echt Meißen, leider augenblicklich nicht greifbar. Aber frische Trauben, die sind greifbar, wie man sieht. Tomaten, Blumenkohl, alles für Gaumen und Magen. Und in den Regalen ein guter Tropfen, sehr geschätzt. Aus Detmar. Herbert Priebs, Ratsmitglied und um das soziale Wohl der Vertriebenen besorgt. Die evangelische Kirche. Ein hübsches Gebäude, dessen genaues Abbild auf Hawaii anzutreffen ist. Angestellte der Stadtverwaltung nach einem wie immer lebhaften Vormittag. Und dort der Konsum Bersenbrück. Auch da wollen wir einmal hineinschauen. Aha, Porzellan. Und all die schönen Sachen für den täglichen Mittagstisch, für den täglichen Gebrauch. Man schaut ins Fenster und geht hinein. Ja, man geht gern hinein, denn für gute Bedienung sorgen Chef und Belegschaft. Und wenn man gerade niemand da ist, dann kommt man gern heraus und schnappt ein wenig Luft. Ja, die Häubchen sitzen gut. Sehr schön sehen wir aus. Da ist Herr Mogalle. Und Frau Lück. Herr Kodde. Und Hausgehilfin. Pflücke Blumen in deinem Garten. Pflücke sie nicht woanders, aber sie pflückt in ihrem Garten. Das ist die Kreissparkasse, ein wichtiges Gebäude in der Stadt und ein wichtiges Geldinstitut des Kreises. Wie wichtig dieses Institut ist, das ist diesen Kleinen allerdings noch nicht bewusst. Sie tragen ihre Spardosen hinein, obwohl sie noch nichts von Zinsen wissen. Sie sparen aus Freude an ihrem kleinen, sich mehrenden Besitz. Doch jung gewohnt ist alt getan. Na, und wenn man dann so abheben kann wie dieser Herr, das lohnt sich schon. Aber nicht nur am Schalter, sondern auch hinter den Schaltern wird fleißig gearbeitet.
Kreissparkassendirektor Dr. Weißhuhn überzeugt sich vom Fleiß seiner Beamten und Angestellten. Na, es wird doch stimmen. Ja, mit Brille kann man immer viel besser sehen. Und das ist sein hoher Stab. Und zuletzt sehen wir noch Herrn Hellermann, den Kassenboten, das Haus verlassen. Mit einer ganzen Mappe voller Geld. Tja, das könnten Sie alle gebrauchen. Was soll das werden? Tornister auf, geht's aus der Schule nach Hause? Heute sind die Bundesjugendspiele. Doch die Kleinsten sind noch nicht daran beteiligt. Sie futtern vergnügt, sie lachen. Doch auf dem Sportplatz, da ist Herr Breil für die Schüler. Das war ein Meistersprung. Der ging auch. Hoppla, was gibt das? Ho! Peng! 60 Meter! Oh, wie sie spurten! Na, man nicht ganz so sinnig, meine Herren Schüler. Managerkrank braucht ihr doch nicht gleich zu werden. Oder ist es doch nur ein Trick vom Kameramann? Unsere Bersenbrücker Jungs sind doch sonst viel fixer. Ah, mit stolz geschwellter Brust geht er durchs Ziel. Die vereinigte Lehrerschaft misst unterschiedliche Zeiten. Energiegeladen, Rektor Klinke. Hui, aber die können sausen. Das ist wieder ein Meistersprung. Die Mädels, die können es in Bersenbrück viel besser als die Jungen. Vom Ehrgeiz sind sie nicht geplagt. Schlagball-Weitwurf. Mehr als 10 Meter. Ah, ganz gut gekommen. Noch einmal, so. Und noch ein Sprung. Das Preisrichterkollegium berät. Und diese Gruppe ist schon fertig. Da ist man angetreten, denn auch bei den Bundesjugendspielen gibt es eine Siegerehrung. Herr Frisch, Herr Brockstermann, Herr Rektor Klinke, Fräulein Schwalbe, Fräulein Cordes. Und hier will man mitten in der Stadterhebungswoche den Kreisverkehrsverband aus der Taufe heben. Die Presse ist auch schon da, wie wir links im Bilde sehen. Und sonst die Bürgermeister und Gemeindedirektoren aus dem ganzen Kreis. Oberkreisdirektor Dr. Hengst spricht ermunternde Worte. Auch der Herr Medizinalrat lauscht aufmerksam. Was will denn Herr Brinkmann? Er diskutiert ja ganz heftig. Aber der Kreisverkehrsverband wird ganz gewiss aus der Taufe gehoben. Eher gibt's keine Erbsensuppe mit Speck. Auch die Landwirtschaft ist natürlich vertreten. Bersenbrücks Wahrzeichen und das schöne Wappen der Äbtissin von Liebenheim von 1701.
Da ist der Blick durch den Torbogen. Und wer kommt dort? Edeltraud ist's, aber sie geht nicht, sie schreitet. Auch die Kirche beteiligt sich an der Festwoche und hat ihre Flaggen gesetzt. Ein Blick auf den alten Friedhof mit dem schönen Steinkreuz. Oben am Turm weht die Bistumsflagge von Osnabrück mit dem Osnabrücker Rat rot-weiß-rot eingefasst. Dort hinauf steigen wir nun. Vorbei an den Glocken, die jeden Morgen und allsonntäglich die Gläubigen in die Kirche rufen. Wir haben sehr klangvolle Glocken in Bersenbrück. Von hier oben geht der Blick weit ins Land hinaus. Überall Neubauten. Bersenbrück lebt und wächst. Das ist das alte Bersenbrück, steile Dächer und schöne Giebel. Ein Blick hinunter auf den alten Friedhof und den Stiftshof. Und wiederum weit hinaus in Richtung Norden, Nordwesten. Unten das reizende Häuschen des Gärtners Thiel, der Marktplatz. Und nun das gepflegte Haus des Oberkreisdirektors. Es weht die Landesflagge vor dem Kreismuseum. Da ist die Steinsetzung, die man aus Ankum nach Bersenbrück verlegt hat. Ein weihevoller und auch ruhiger Platz direkt am Mühlenarm der Hase. Ein schönes Wappen und ein Blick, wie wir ihn jeden Tag bei uns genießen können. Herr Lenz genießt ihn auch. Das schöne Stift mit der Hasebrücke. Und da kommt schon der ganze frisch gegründete Kreisverkehrsverband, um die neuen Einrichtungen der Stadt zu besichtigen. Dabei führt der ehrenamtliche Stadtbaumeister Kammlage die Gäste über die Brücke bei zur Linen. Herr Dr. Twelbeck ist dabei, vielen bekannt als Heimatforscher und Naturschützer des Kreises. Da kommen Sie. Aber es ist nicht der Naturschutz, um den es Herrn Kammlage geht. Es sind die Kläranlagen, die er nun seinen Gästen stolz demonstriert. Er und Klärwärter Thomas erläutern die Wirkung der Pumpen, des Emscher Brunnens und der Fischteiche. Schultenernst mit Nachwuchs lächelt herein. Husmanns Mann versucht sich zu verbergen, aber die Kamera ist doch schneller. Noch ein Blick in Richtung Stadt. Und nun geht's hinaus dorthin, wo in Bersenbrück das Artland beginnt. Dieses Haus nennt man das Tor zum Artland. Es gehört der Familie zur Höhne. Das ist der Hof Rüsse Vogelwette, oben an Bersenbrücks Grenze. Die Bäuerin Frau Rüsse Vogelwette streut den Hühnern Futter.
Ja, und das ist Bersenbrücker Mastvieh. Darin sind wir ganz groß. Jede Woche verladen wir zügeweise die Schweine. Und das Jungvieh tummelt sich zurecht herzhaft auf der Weide. Na, das freut einen denn ja auch. Und nun ein Blick hoch hinauf in die Wolken, in die Gewittertürme, hinüber auf den Hof Kreiling. Und was suchen wir dort? Nicht nur einen Bauernhof, wir suchen Bersenbrücks Störche. Da sind sie. Wir sind recht stolz darauf. Die Störche werden immer weniger in unserem Land, wo sie früher viele Heimstätten fanden. Warum das heute nicht mehr so ist, dafür gibt es viele Erklärungen. Zum Teil liegt es aber wohl auch an den modernen Kaminen. Wenn man Störche haben will, muss man Aufsätze auf die Kamine bauen. Und das hat man nicht sehr gern. Von oben schaut Gevatter Adebar hinunter auf die Wiesen und Weiden, ob er Frösche finden kann. Und es gibt genug Frösche hier in der Haseniederung. Der Wächter des Hauses, er ist auch an die Störche gewöhnt. Da ist das Ehepaar friedlich beieinander und schaut ins Land. Und auch ein bisschen auf die neugierigen Kameramänner. Die gibt es ja auch nicht alle Tage in Bersenbrück. Nicht jeden Tag ist Stadterhebung und Festwoche. Nicht jeden Tag kommen die Filmleute und nehmen uns auf. Sie spreizen das Gefieder, sie werfen den Kopf nach hinten und klappern. Und die Kinder freuen sich dann und singen alte Lieder. Adebar, mein Bester, bring mir eine kleine Schwester. Wieder wird ein großer Flug in die Runde gemacht und immer höher schraubt sich der stolze Vogel und segelt dahin. Der Jungbauer Herr Kreiling geht über seinen Hof. Jetzt ist das Storchennest leer, nur die Kleinen müssen da irgendwo verborgen sein. Wieder klappern sie, wenn sie den Kopf nach hinten überwerfen. Vergnügt blickt man in die Kamera und geht dann seiner täglichen Arbeit nach. Aber immer wieder einen Blick hinauf zu den schönen, stolzen Vögeln, die so wenige Wochen nur bei uns ihre Heimat finden. Sehen sie nicht aus wie fremdländische Zeichen? Na, so tiefsinnig muss man die Betrachtung auch nicht anlegen. Sehen wir erst noch mal Frau Stolle vorbeisausen und zurück geht es nach Bersenbrück. Schon sind wir wieder an der neuen Hasebrücke. Noch wenige Wochen vorher gab es nur einen Behelf. Und da ist Gregor Huser mit seinem Parfümwagen. Anscheinend nicht das Richtige für die Nase dieser jungen Dame. Da
Das ist Bersenbrück stolz, die neue Turnhalle und gleich daneben die katholische Volksschule. Auf dem Schulplatz treffen sich die Kinder. Hier sehen wir den Hausmeister Welp im Gespräch mit seinem Chef, dem Rektor Rugoll. Lehrerin Schwalbe geht über den Hof. Fräulein Bernhard hat einen Stehkonvent und der Frisch lacht und scherzt mit seinen Kindern. Fräulein Eckberts korrigiert die Hefte. Oh, wie brav die Kinder bei ihr sind. Ah, hier wird gefrühstückt. Die Eltern legen großen Wert darauf, dass die Kinder ein gutes Milchfrühstück erhalten. Ob sie wirklich gern so brav sind? Na? Na, in der Klasse wohl, aber draußen, da tummeln sie sich, spielen, lachen und hopsen. Ganz genauso, wie wir es früher auch getan haben. Aber das Schickste sind doch die Kameraleute. Denen muss man schnell einmal in die Linse blicken. Und jetzt gibt es einen zünftigen Kampf. Und das männliche Kollegium der katholischen Volksschule berät inmitten der Kinder. Zum Teil muss man zum Unterricht hineingehen. Schön aufgestellt, aber noch schnell mal ein Auge riskieren. Man möchte doch auch mit draufkommen auf den Film. Und nach Jahren möchte man sich wiedersehen. Ach, wie wird man dann ausschauen? Ob man dann auch noch so vergnügt sein wird wie jetzt? Bockspringen. Das hat seit eh und je viel Spaß gemacht. Aber vorwärts muss es gehen, doch nicht rückwärts. Na, das gibt ja ein schönes Durcheinander. Jupp, na sowas. Ah, ein müder Krieger, wie es scheint. Naja, hat doch so allerhand auf dem Kasten, wie man sieht. Na, so elegant war das ja nun auch wieder nicht. Die Vorgartenanlagen sind zur Stadterhebungsfeier frisch gepflegt. Und nach Schulschluss, da spielen die Kinder auf der Straße und die Mütter sehen schnell mal nach, ob das Mittagessen schon fertig ist. Jetzt sind wir in der evangelischen Volksschule. Die Kinder sitzen um moderne Tische herum. Sie können in Gruppen arbeiten. Das muss eines Tages auch in der katholischen Volksschule möglich sein. Herr Lehrer Campe Senior erläutert Erdkunde in Jugoslawien. Eifrig sind die Kinder dabei. Und jetzt schreiben sie. Und hier überlegt man sich, nanu, habe ich das Buch vergessen? Tja, Erdkunde ist eine feine und ganz lebendige Sache. Und was wird da gemacht? Was wird da gelesen? Na? Au, die Zunge wird ausgesteckt. Aber jetzt ist man nicht bei der Zunge, sondern beim Zahnarzt Dr. Christen, der sich für die Zähne interessiert. Na, ängstlich sind die Kinder eigentlich nicht, wie? Nein, Dr. Christen kennen sie alle. Und dann ist ja auch Lehrer Campe Junior dabei, der wird sie schon beschützen. Jetzt haben die Kinder der evangelischen Volksschule Pause, gehen hinaus und spielen. Ein Ringelspiel, genau wie in vergangenen Tagen, ausgelassen, übermütig, voller Frohsinn. Ja, man darf sich ruhig mal als Star fühlen. Natürlich die Haare zurück, bitte. Kopf etwas kess zurückgeworfen. Und was ist dieses Durcheinander? Ha, vergnügt toben die Jungs vor dem Schulgebäude herum.
Hier wird der Schulgarten in Ordnung gebracht. Ob die jungen Damen wohl immer so fleißig sind? Wenn man sie so in ihren schönen Kleidern sieht, möchte man es beinahe nicht glauben. Aber es wächst etwas in diesem Garten und der Boden ist nicht der beste. Also müssen sie doch wohl fleißig gearbeitet haben. Na, und was soll mit dem großen Brett dort geschehen? Aha, das soll mal eine Brücke geben. Ups. Und hier Mittelschullehrer Münsters. Ja, mit der Mittelschule steht's nicht zum Besten. Ihr fehlt ein gutes Schulgebäude. Aber in dieser Klasse am Markt, da geht es noch. Sie ist wenigstens geräumig und hell. Einige junge Damen haben sich zu einer Tanzgruppe zusammengefunden. Volkstänze erfreuen sich noch immer einer gewissen Beliebtheit. Freilich, auch unsere Volkstänzerinnen ziehen es vor, abends irgendeinen der modernen Tänze zu tanzen. Wo getanzt wird, gibt es auch Zuschauer. Wenn man die Mienen ansieht, nicht immer wohlwollend kritische. Aber Evi, die findet es wenigstens schön. Und jetzt ist sie auch schon selbst mit dabei. Wieder einmal Bersenbrücks Wahrzeichen, ein immer schönes, stilles Bild. Der Pfarrer Grosse Kreuzmann hat seinen Gast Prälat Mordhorst abgeholt. Prälat Mordhorst wird auf der Kundgebung des Kreisheimatvereins die Rede halten. Er spricht länger als eine Stunde in plattdeutscher Mundart. Hier sieht man die atemlose Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Ob sie wohl alle noch die plattdeutsche Sprache verstehen können? Alle lauschen versunken, besonders die Jüngeren im Saale. Auf diesem Heimatabend des Kreisheimatbundes tanzen auch die Nordtrupper. Es ist schon eine Freude, diese jungen Menschen so anmutig miteinander tanzen zu sehen. Es gab viel Applaus und viele Zugaben mussten gegeben werden. Unter der Stabführung von Herrn Rektor Rogol beschließt der Männergesangverein Cecilia mit einem Chorlied den festlichen Abend. Deutsche Männer, deutsche Frauen, lasst uns lieb und
Bersenbrücks Hauptbahnhof ist nicht gerade ein besonderes Schmuckstück. Aber da kommt schon der Express 20 vor 3 Uhr an. Ah, sieh da, es ist doch einiges los in der Kreisstadt. Hier drängt sich ja förmlich das Volk. Schon fährt der Zug weiter. Über Quakenbrück, hinaus nach Oldenburg und Wilhelmshaven. Hier werden Güter verladen. Wo geht es hin? Ach, nach drüben auf die andere Seite. Wer steht denn dort? Ach, das ist der Nachfolger des feurigen Elias, wie wir sehen. Es ist der Ankum-Express. Kohle braucht jede Stadt. Und das ist in Bersenbrück nicht anders wie überall. Hier muss noch viel mit der Hand gearbeitet werden. Sack für Sack wird gefüllt. Oh, das wiegt doch bangig viel. Ganz selbstzufrieden schaut sie von oben herunter. Sackhüpfen ist immer eine feine Sache und Mutter und Vater sehen vergnügt zu. Und wenn es zu viel wird, dann wird er einfach mitsamt dem Sack weggehängt. Im Büro frohe Gesichter, na, das Geschäft scheint zu blühen. Das sind Bersenbrücks Posthäuser. Na, die Straße müsste wohl auch mal gemacht werden. Man schaut hinaus, wo schaut man hin? Der Nachbarin direkt auf den Regenschirm. Das ist Heidemann, der Bahnmeister. Unser Steffi und Herr Macke, stadtbekannt, Amtsgehilfe und Vollziehungsbeamter. Hier hat er aber nichts zu vollziehen, hier vollzieht Steffi. Bersenbrücks großer Exportartikel, Ferkel, Schweine, Säue. Da sind sie. Na, so furchtbar zart geht man mit dem kleinen Viehzeug aber nicht gerade um. Doch jeder Griff sitzt. Die Firma Pelters ist weit hinaus bekannt. Im Büro gibt der Chef letzte Anweisungen. Na, und in jedem Geschäft ist die Kasse besonders wichtig. Das Getreide steht gut im Bersenbrücker Land. Das Jungvieh ist neugierig. Nicht jeden Tag sieht es die Filmmänner. Unser Wilmering fährt hinauf zu seinem Wasserwerk. Das hegt und pflegt er so, wie wenn es ihm selbst gehörte. Er öffnet die Tür und lässt uns eintreten. Ja, es blinkt und blitzt alles daran. Kein Wunder, dass die Untersuchungen jedes Mal bestätigen, wie gut das Bokeler Wasser ist.
Das Wasser wird auch gleich verbraucht, wie wir hier sehen. Junge Bäume sind angepflanzt worden und Bernd Welp ist dabei, den Rasen kurz zu halten. Wieder zurück zum Marktplatz. Die parkenden Autos zeigen, es sind viele Gäste in der Stadt. Ratsherr Georg Christen treffen wir mit seiner Gattin beim Kaufhaus Gibmeier. Damenkleider und Mäntel, Kinderkleidung, aus Steuerbetten, ja, das ist seit über 100 Jahren so gut bei Gibmeier. Der Junior öffnet nun die zur Stadterhebungsfeier festlich dekorierten Schaufenster. Überall prangt das neue Wappen. Silbernes Tor, silberne Brücke auf rotem Grund. Auch am Marktplatz, Hotel Kreke oder auch zum Lindenbaum, erstes Haus am Platze. Tante Lieschen geht einkaufen. Was Frau Kammlager da wohl erzählt? Er guckt auch verschmitzt aus dem Fenster. Warum muss man eigentlich immer flüchten, wenn die Kameramänner kommen? Hat man etwas zu verbergen? Die Firma Sperveslage flüchtet nicht. Sperveslage, das Modehaus am Platze. Oh, da scheint doch jemand die Flucht zu ergreifen. Immer das Modernste vom Modernen. Es wird direkt an der Kö eingekauft. Hier können wir die letzte Kollektion bewundern. Voll sind Ständer und Regale. Und da ist der Seniorchef bekannt dafür, dass er das Gras wachsen hört. Und noch einmal Familie Gößling. Auch die Bundesgrenzschutzkapelle durfte in dieser Woche in Bersenbrück nicht fehlen. Man liebt in Bersenbrück die schmissigen Weisen einer ordentlichen Blasmusik. Wenn's Militärmusik gibt, ist das Haus ausverkauft. Hauptmann Stahl dirigiert seine Männer. Auch an diesem Abend gab es wieder viel Beifall und leider viel zu wenig Zugaben. Versunken sitzt die höhere Gemeinde da. Und die Damen freuen sich anscheinend, dass Soldaten in der Stadt sind. Warum so ernst, Herr Pastor Schwarz? Hau den Lukas! Und wieder ein Tag in der Stadtwerdung Bersenbrücks. Im Hotel Kreke unter Vorsitz des Kreisbrandmeisters Fritz Kreke versammelt sich die Feuerwehr zu einer Kreistagung. Alle lauschen der Rede des Kreisbrandmeisters. Die Presse macht eifrig Notizen und wir sehen alles alte, vertraute Gesichter. Und hier bei Hengeholt das Rote Kreuz. Immer einsatzbereit, immer zur Stelle. Da dürfen diese freiwilligen Helfer und Helferinnen natürlich beim Kreisfeuerwehrtag auch nicht fehlen. Thank you.
Auf dem Schulhof sind alle Feuerwehrverbände des Kreises angetreten. Der Oberkreisdirektor und der Kreisbrandmeister schreiten die Front ab. Im Hintergrund stehen die Löschfahrzeuge, über 50 an der Zahl. Und natürlich haben sich auch hier wieder viele Bersenbrücker Bürger als Zuschauer eingefunden. Auch das Technische Hilfswerk nimmt an dieser Kreistagung teil. Da ein Stück Vergangenheit. Die alten Löschfahrzeuge, wie wir sie vor 50 Jahren noch bei Bränden sahen. Form der alte Feuerwehrführer Brinkmann. Onkel Ferdinand und Karl zur Lage. Der Kreisbrandmeister hält seine Ansprache. Eine hier geht auf Nummer sicher. Lieber vorher den Schirm aufspannen. Man weiß ja nicht, ob die Feuerwehrleute plötzlich zu spritzen anfangen. Aber die Feuerwehr kann nicht nur spritzen, sie kann auch marschieren. Und zu den Klängen der Kapellen und Spielmannszüge zieht nun der lange Zug der blauen Uniformen durch die Straßen Bersenbrücks, über den Marktplatz, hinaus zur alten Hasemühle. Wieder scheint ganz Bersenbrück auf den Beinen zu sein. Fröhlich schauen sie dem Zuge zu. Auch Herrn Formosa, Formella, begegnen wir mit Gattin und Starfotograf Brinkmann schießt um sich. Inzwischen säumen viele Menschen den Platz drunten an der Hasemühle, die heute in Flammen aufgehen soll. Bildlich natürlich und glücklicherweise nur als Übungsobjekt. Man darf also erwarten, dass es hier in wenigen Minuten recht turbulent zugehen wird. Bei dieser großen Einsatzübung aller Verbände der Feuerwehr des Kreises, des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks. Alles steht erwartungsvoll. Da kommen die Fahrzeuge an. Man kann sagen, sie kommen so schnell wie die Feuerwehr. Und dabei ist sie es ja selbst. Leitern werden angelegt, Schläuche in Stellung gebracht und die Motorspritzen
Und gleich werden die ersten Verletzten aus der Mühle herausgeholt. Oh, dem scheint ziemlich schlecht ergangen zu sein. Aus allen Rohren wird Wasser gegeben. Hoch im Bogen spritzen Quellen Wasserwogen, wie schon Friedrich Schiller so treffend geschildert hat. Heulend kommt das Hilfswerk gezogen. Das Rote Kreuz schlägt ein riesiges Zelt auf. Dort soll der Hauptverbandsplatz eingerichtet werden. Immer mehr freiwillige Helferinnen kommen über die Wiese gelaufen. Das technische Hilfswerk will mit einem Schlauchboot das andere Ufer erreichen, um von dort Verletzte zu holen. Aber zuerst müssen sie es mal vom Wagen herunterbekommen. Und es ist gar nicht so einfach, so ein riesiges Schlauchboot in Stellung zu bringen. Doch da wird es schon zu Wasser gelassen. Die Rudermannschaften gleiten hinein. Das Boot stößt vom Ufer ab. Dabei legt die Feuerwehr eine Schlauchleitung ans andere Ufer hinüber. Immer mehr Verletzte werden zum Verbandsplatz getragen. Was die Jungen nur alle in der Mühle gemacht haben, weiß kein Mensch. Die werden doch da nicht geraucht haben, dass dadurch das Feuer entstanden ist. Das technische Hilfswerk will immer höher hinaus. Wahrscheinlich beobachten sie von da oben, ob die anderen auch richtig rüberkommen. Aber sie kommen hinüber. Und für den Fall, dass das Schlauchboot mal sinken sollte, wird extra eine Notbrücke gebaut. Und die haben ihre liebe Not, all die Verletzten ins Boot zu bringen. Aber so heiter auch für die Zuschauer der Anblick einer solchen Übung bisweilen sein mag, so sollte doch niemand vergessen, dass diese freiwilligen Helfer und Helferinnen es sich zur großen, ernsten Aufgabe gesetzt haben, im Notfall bereit zu sein, zu helfen und zu retten. Und das wollen wir ihnen stets hoch anrechnen. Kreisfinanzminister Beindke steht in der Tür und Herr Henze schaut aus dem Fenster. Die Jahnstraße sehen wir. Und im Garten Herrn Goda. Frau Henze, bleiben Sie ruhig stehen, warum denn fortlaufen? Sehen Sie, nun haben Sie eine bleibende Erinnerung. Bringt. Und hier kann man sich auch freuen, denn heute gibt es keine Arbeit, es ist wieder einmal Sonntag. Früh shoppen bei Kreke, das gehört dazu. Aber nicht nur die Herren versammeln sich am Sonntagmorgen nach der Kirche, sondern auch die Damen. Und nicht zum Bier, sondern zu einer Tasse Bouillon, bei der die Wochenereignisse liebevoll durchgesprochen werden. Na, nicht schüchtern sein. Und in der Wirtschaftsküche richtet Frau Kreke ein anständiges Frühstück her. Das gehört dazu. Alte Veteranen sitzen gemütlich beim Bier und Korn. Hier sehen wir Rauf, Kreuzkamp, zur Höhne, Wellmann, alle vergnügt beieinander. Herr Holtvogt sitzt dort. Und hier die Jugend, auch sie kann es. Und wer ist das denn? Ach, der Herr Nagel mit seinem wunderschönen Schnauzbart. Er hat wieder allerlei zu erzählen. Die Musik ist wieder da. Denn an diesem Sonntag ist noch ein großes Fest dieser ereignisreichen Woche, das Schützenfest der Stadt Bersenbrück.
der Hofstaat des vorjährigen Schützenkönigs Heinrich Brockhaus im Vorgarten seines Hauses. Der König soll abgeholt werden. Da stehen sie nun und wollen noch ein Bildchen von sich gemacht haben. Diese schöne Spanierin ist Frau Tüting. Nun ist es soweit. Die Offiziere besteigen die Pferde und man besteigt die Kutsche und kutschiert los. Na, meine Herren Würdenträger, wo haben Sie Ihre Damen gelassen? Aber da steigen auch Sie schon ein. Noch einmal winke, winke und schon geht's zum Marktplatz, auf den die Schützenvereine aus dem Kreis Bersenbrück angetreten sind. Der König schreitet mit seinem Hofstaat die Front ab. Das Gewehr geht über, das Gewehr geht ab. Und hinter der Fahne ihres Vereins stehen die Schützenbrüder und fragen sich, wer wohl diesmal den Königsschuss abgeben wird. Zahlreich sind die auswärtigen Vereine erschienen. Rüssfort, Talge, Langen, Alfhausen und von woher überall sie gekommen sind. Aus Schwagsdorf, aus Ahausen-Sitter, aus Druchhorn und so weiter und so weiter. Zuletzt die Bersenbrücker Schützen. Würdevoll marschieren sie vorbei. Und ganz hinten der jüngste Jungschütze, auch der darf nicht fehlen, unser Heiner. So marschieren sie nun vom Marktplatz hinaus zum Schützenplatz hin zur Hemke. Und die Einwohner blicken ihnen nach. Jetzt ist der Schützenplatz nicht mehr weit. Dort werden sie schon erwartet. Noch einmal unser Pokal. Und da wird der stolze Adler würdig zum Platze getragen. Das Ziel ist erreicht. Die Gewehre gehen ab. Schützenpräsident Koddenberg hält die Ansprache. Da wird der Adler aufgestellt. So geht er seinem Schicksal entgegen. Nicht lange wird er so stolz über den Häuptern der Schützen schweben,
denn sie werden ihn mit gut gezielten Schüssen bald heruntergeholt haben. Ein munteres Treiben hebt an auf dem Platz unter den Bäumen und an den Schießständen. Da wird geladen, geschossen, geladen, geschossen. Die Kinder vertreiben sich derweil die Zeit auf ihre Weise am Kettenkarussell. Die Zeit vergeht, der entscheidende Schuss ist noch nicht abgegeben worden und man geht hinein ins Zelt. Doch nun hat es sich entschieden, wer der neue Schützenkönig ist. Es ist Matthias Schwarzendahl. Hier soll er und seine Gattin nun in aller Form und nach altem Brauch seine Königswürde erhalten. Und unter dem Gewicht der Schützenkette mit den vielen Plaketten sinkt er fast zusammen. Seine Gattin scheint die Schwere dieser Würde ganz besonders zu verspüren. Nun lässt man sie hochleben, König und Königin für ein Jahr. Ein Wohl auf das neue Schützenkönigspaar. Am anderen Morgen besuchen wir den traditionellen Frühschoppen der Schützen von Bersenbrück. Hier sehen wir den Vorstandstisch und all die fröhlichen Schützenbrüder, die ihren Nachdurst löschen müssen. Manches Gläschen wird hier getrunken, mancher Scherz wird gemacht, mancher Witz wird belacht. Der Schützenkönig empfängt eine Abordnung seiner ihm so vertrauten Ziegeleiarbeiter. Und immer geht's weiter, ein Gläschen nach dem anderen. Die Ober haben reichlich zu tun. Fröhlich plaudert man an langen Tischen über die festliche Woche. Doch der Nachmittag des Montags gehört der Jugend. Auch sie hat ihr Kinderschützenfest, ihren Kinderschützenkönig und ihre Kinderschützenkönigin. Da sitzen sie in der Kutsche. Die Großen aber machen ihnen gern die Freude, als Ehrengäste mit dabei zu sein. Da ist der Adler der Jungschützen. Auch sie marschieren nun hinaus zum Schützenplatz. Denn wie die Alten singen, so zwitschern nun die Jungen. Auch sie wollen ihren neuen König. Doch wie dieses Schützenfest endet, so enden auch die festlichen Tage der Erhebung Bersenbrücks zur Stadt im Juni 1956. Eine bleibende Erinnerung für alle, die dabei waren. Musik.